Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian von sozial-pr.net. Heute geht es, wie ihr unschwer erkennen könnt, um Google Currents. Currents ist eine Möglichkeit, eine personalisierte Zeitung aus euren RSS-Feeds zu generieren. Das bedeutet, ihr habt einfach eine wirklich schön gestaltete Ansicht, die für Smartphone und Tablet optimiert ist und eure beliebtesten oder meistgelesenen RSS-Feeds zusammenfasst. Viele bekannte Blogs, Kashi, Mobile Geeks, Karrierebibel sind schon drin. Ich habe mir heute endlich auch mal die Zeit genommen und meinen Blog sozial-pr.net eingetragen. Daher dachte ich mir, ich nehme die Gelegenheit wahr und mache euch einen kurzen Screencast von diesem Ablauf, wie ihr das Ganze eintragen könnt. Ich muss aber gleich dazu sagen, die Idee stammt nicht von mir. Kashi hat es aus Stadt Bremerhaven hier schon mal wunderbar in Schriftform zusammengefasst und mit Screenshots dokumentiert. Ich mache das Ganze jetzt einfach nur noch mal als kurze Videoedition. Dazu gehen wir in den hier auch von Kashi verlinkten Currents Producer. Das ist der hier. Hier seht ihr schon mein angelegtes Sozial-PR. Und um euch das zu zeigen, wie das abläuft, gehe ich hier nochmal auf Create New Edition. An dieser Stelle gebe ich natürlich meinen Namen ein erstmal. Gehe nach unten. Hier kommt natürlich dann der RSS-Feed von eurer Seite rein. Um mir den zu holen, gehe ich einfach kurz auf meine Seite und hole mir den übers RSS-Symbol. So, diese RSS-Adresse trage ich jetzt hier ein, genauso wie meinen YouTube-Account. An dieser Stelle sei aber gesagt, der YouTube-Account ist optional. Ihr müsst den hier nicht eintragen, wenn ihr die Videos da nicht drin haben wollt. Wenn ihr jetzt auf Create klickt, seht ihr, dass unten fleißig gearbeitet wird. Es kann natürlich sein, dass es ein bisschen dauert. Ihr sagt schon Building Sections an dieser Stelle, also sprich, er legt jetzt die verschiedenen Bereiche an. Er holt sich jetzt die Inhalte von der Seite und von YouTube, schaut im RSS-Feed nach und erstellt dann daraus die neue Edition. Ganz wichtig an der Stelle, hier ist es schon fertig, dass ihr natürlich den richtigen Feed nehmt. Wenn ihr hier den Kommentar-Feed eingebt, habt ihr entsprechend bescheidene Ergebnisse. Aber dass ihr da euren RSS-Feed findet, traue ich euch absolut zu. So sieht das Ganze dann aus. Er gibt mir hier eine Vorschau fürs Tablet. Ich kann hier auch auf Android klicken, dann sehe ich, wie es in einem Smartphone aussehen würde. Auf dem iPhone oder auch auf dem iPad. So kann ich mir das Ganze anschauen. Wenn ich hier oben auf diesen schönen Pfeil gehe, rotiert das Ganze in die Queransicht und zwar für jedes Gerät einzeln. Hier drüben habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das Ganze noch benennen. Ich kann die Kategorie festlegen. Ich kann ein Bild hochladen, das angezeigt wird in der Currents App. Wie das aussieht, zeige ich euch gleich. Ich kann natürlich auch ein Bild für Werbezwecke festlegen und ich kann, wenn ich das möchte, Google Analytics einbinden. Da kommt dann einfach eure Analytics ID hier rein. Auch eure Mobile App Profile ID kommt da rein. Ein Schritt, den müsst ihr am Schluss noch machen. Wir gehen das mal kurz durch. Ihr könnt die verschiedenen Bereiche festlegen, die ihr haben wollt. Ihr könnt die Artikel entsprechend in den verschiedenen Bereichen verändern. Ihr könnt auch die Bilder und Medien, die drin sind, verändern. Und ihr könnt natürlich festlegen, wohin das Ganze ausgeliefert wird. Also sprich, ihr könnt auch festlegen, dass bestimmte Länder ausgeschlossen werden oder in welcher hauptsächlichen Sprache ihr veröffentlicht. Und die automatische Übersetzung könnt ihr ein- oder ausschalten. Als kleiner Hinweis, ich habe die automatische Übersetzung bei mir angelassen. Das kann allerdings zu lustigen Ergebnissen in anderen Sprachen führen. Dafür übernehme ich dann keine Garantie. Ganz wichtig ist dieser Schritt hier oben, euren Content zu verifyen, ich spreche wieder Englisch, also sprich zu bestätigen, dass es wirklich eure Inhalte sind. Um das zu tun, werdet ihr hier auf das Google Webmaster Portal weitergeleitet. Da müsst ihr dann eine HTML-Datei hochladen. Wie das funktioniert, kann ich in einem kurzen Video nochmal zeigen. Es ist an sich nicht schwer, wenn man begreift, um was es geht. Ich stand da am Anfang kurz wieder Ochs vom Berg. Inzwischen habe ich es dann auch begriffen. Bei mir hat es jetzt geklappt, weil ich die HTML-Datei natürlich schon auf meinem Server liegen habe. Unter Publish habt ihr dann die Möglichkeit, die verschiedenen Warnungen, die es gibt, euch anzuschauen. Ich habe natürlich kein Cover-Image hochgeladen, keine Sprache festgelegt, noch keine Kategorie ausgewählt. Das nimmt mir natürlich übel, ganz logisch. Ihr könnt das Ganze auch testen
und müsst euch dann nur auf dem iPad, auf dem iPhone oder auf eurem Android-Smartphone mit der gleichen E-Mail-Adresse und gleichen Google-Account anmelden in Currents, den ihr auch hier hinterlegt habt. Dann ist das gar kein Problem, dann seht ihr auch, wie euer Currents-Beitrag hier aussehen wird, und zwar schon im Vorfeld. Der QR-Code übrigens leitet euch nicht zu eurer Ausgabe in Currents, sondern in den jeweiligen App Store, in dem ihr dann Currents runterladen könnt. Das ist alles. Wie sieht das Ganze nun dann wirklich auf dem iPad aus? Ich zeige euch das gerade mal. Hier haben wir mein iPad Mini. Ihr seht schon Currents, das öffne ich jetzt einfach mal, und dann seht ihr hier meinen Blog. Ich habe hier sowohl Blog als auch YouTube drin, wie ihr seht. Ich habe die aktuellen Artikel hier vorne drin. Bei einem Klick auf den Artikel wird diese geladen und in einer, wie ich finde, ganz angenehmen Spaltenansicht dargestellt. Natürlich habt ihr unten die gewohnten Teilen-Optionen und könnt das in verschiedene Netzwerke teilen, die ganze Aktion. Ihr könnt zurückgehen, da seht ihr meine ganzen Abonnements. Ich bin durchaus Currents-Nutzer und ja, nutze es auch wirklich gerne. Ihr seht hier unten auch meinen Test Christian Müller-Ding, das ich gleich wieder löschen werde, natürlich. Aber hier mein Sozial-PR ist jetzt schon veröffentlicht. Den Link dahin findet ihr natürlich auch im Artikel auf meiner Seite. Und hier habt ihr dann das Blog, die Ansicht, das ist das Querformat. Wenn ich das ganze Ding rotiere ins Hochformat, seht ihr, wie das so aussieht. Ich persönlich finde Currents eine tolle Option und frage mich ehrlich, warum ich so lange gebraucht habe, um mich ja dazu durchzuringen, meinen Blog da mal einzutragen. Zeit war es auf jeden Fall. Das war ein kurzer Einblick und natürlich auch ein ganz klein wenig Eigenwerbung dafür, meinen Blog in Currents zu abonnieren. Ganz ehrlich, wenn ihr einen Blog habt, egal wie wenig oder viele Leser ihr habt, schmeißt euren RSS-Feed in Currents rein und legt es dort an. Erstens ist es ein weiterer Kanal, auf dem eure Leser das Ganze lesen können. Und zweitens, und aus meiner Sicht noch wichtiger, bietet ihr damit euren Lesern einfach mehr Auswahlmöglichkeiten und eine sehr bequeme Option, eure Inhalte zu konsumieren. Und ganz ehrlich, darum geht es doch primär dann auch. Ich war Christian für sozial-pr.net. Hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, der kurze Screencast. Und freue mich natürlich über Abonnenten und Leser. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ciao zusammen.